Mein Bester, we are back on the pitch. Yes, sir. Yes, sir. Meine Besten, willkommen zum ersten Keeper Battle bei Alle gegen Bobby. In der ersten Disziplin haben wir heute die Oldschool Free Kicks. Jeder Spieler hat 10 Minuten, um mehr Tore zu schießen als sein Kontrahent. Mein Bester, du spielst bei Türkgücü München. Genau, ja. In welcher Jugend? U15. Und wie groß bist du? 1,76 bin ich. Die zweite Challenge heißt natürlich Keeper Battle Tor zu Tor, bis man 5 Tore geschossen hat. Und falls es bis dahin keinen Gewinner gibt, habe ich mir was Spezielles ausgedacht. Jetzt aber viel Spaß. Let's go. I love this game. Ich bin 1,70, ja. Wir haben letzten Tag gemessen. Applaus an Bobby, er hat die 1,70 erreicht. Was geht ab, meine Besten? Heute haben wir schon die 4. Folge Alle gegen Bobby. Und heute haben wir den lieben Lenny von Türkgücü dabei. Servus, mein Name ist Lenny. Ich spiele bei Türkgücü München in der U15. Und ich würde sagen, ich hole das Ding heute nach Hause. Und ja. Das haben schon die letzten 3 gesagt. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Und Lenny, dir wünsche ich viel Glück. Ja. Kamera läuft. Seid so. Bei mir auch. Ja, das war aber ein geschenkter Schuss. Oh, sicher sogar. Meine Besten, ich bin auf dem Fußballplatz und habe Neuigkeiten zu meinem Lieblingsverein bekommen, weil ich die App One Football runtergeladen habe. Und du solltest das auch machen. Also, Verein auswählen und immer up to date sein. Egal was passiert, egal wo du bist. Und falls du ein Premier League Fan bist, empfehle ich dir die App sowieso, weil dort bekommst du alle Highlights zu sehen. Auch egal wo du bist. Und falls das nicht genügend ist, bekommst du auch jeden Transfer mit. Ja, egal wo du bist und auf dieser ganzen Weltkugel hier. Auch von deinem Lieblingsspieler oder Verein. Und freut euch auch auf die Free-to-Air-Angebote in dieser App, weil die schmecken sehr. Neben diesen ganzen guten Punkten, die dich hoffentlich überzeugt haben, jetzt die App runterzuladen. Also, hier unten in der Videobeschreibung findest du den Link. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der App und jetzt auch mit dem Video. Let's go! Der ist gut, aber der ist gehalten! Da muss der Lenny ein bisschen schmunzeln. Okay, also die Bälle sind schon recht hart. Vor allem der Ball selber, also die Schnelligkeit und die Härte von den Bällen. Aber, ey, das können geile Schüsse werden. Also, geile Paraden können dabei sein. Ich wollte schon sagen, der kommt gefährlicher. Aber Bobby, hast du Fangsicherheit trainiert oder hast du Kleber an den Handschuhen? Das erste ist gut, das zweite ist illegal. Genau das meine ich, Lenny, aber dennoch ist der Bobby da. Was ist denn hier los? Lenny, habe ich da ein Lachen gesehen? Was sind deine Gedanken bei dieser Parade gewesen? Hält er gut. Hält er gut. Aber deine Schüsse sind auch gut, muss ich sagen. Lenny, hast du mal Bock nach links zu schießen? Ja. Versuch's mal, glaub mir. Ist eine Sache bei mir. Ist eine Sache bei dir? Ja. Du brauchst nur Selbstbewusstsein, glaub mir. Du musst das nur wollen. Ja, Lenny, der war doch gut. Ich fand den nicht schlecht. Ich darf ihn nicht provozieren. Guck mal, Bruder. Versuch den hier. Versuch den hier zu erwischen. Und schon Oberkörper nach vorne ein bisschen, nicht zu nach vorne. Und dann dreht er sich auch rein. Weißt du, Curves sind gegen Bobby zu einfach.
Was hab ich dir gesagt, Lenny? Junge! Aber ein Punch hast du verdient, oder? Wipe your eyes, put away your sorrow. When this war, I'll be leading the charge. And I'll be still fighting for you tomorrow. Yeah, there's nothing between us. Go to Mars and Venus. Stand in front of every one of them rocks. They slinging and be a shield. Ja, ich weiß nicht, was der wieder gegessen hat, ne? Lenny, die Zeit! Lenny! Die Zeit, Lenny! Oh, Junge, die Zeit, die rennt! Junge, nimm den Ball, komm, Junge, Junge, komm! Und er ist sogar wirklich drin! Keine Zeit zum Hinlegen, warum legst du dich hin? Schieß doch noch einen! Ah, das wird gezählt. Der mathematische King. Was sagst du? Hätten definitiv mehr Schüsse drin sein müssen. Ladies and Gentlemen, wir befinden uns jetzt hier in der vierten Folge von Alle gegen Bobby. Finale Keeper Battle Lenny gegen Bobby. Go! Herzlich willkommen zum Keeper Battle. Und wow, es geht direkt episch los. Ganz geile Parade und heute mit dabei der Hacki Hackmann als Co-Kommentator. Willkommen. Ich grüße dich, Mann. Wir sehen dir direkt, Bobby, Mann. Dir zwei Paraden hintereinander. Den ersten wunderbar rüber, den zweiten. Jetzt sehe ich ja nach unten. Mal schauen, kann der andere auch noch was? Kann der denn die auch mal zeigen? Sehr viel versprechen. Hier geht's direkt heiß zur Sache. Die zwei Jungs schenken sich auch hier im Keeper-Battle nicht. Bobby kann den Sack zumachen. Und Lenny muss, weil die erste Challenge nicht so ganz gelaufen ist, wie er es sich vorgestellt hat. Mein Bester. Wen siehst du hier? Warum will ich sagen, wen siehst du hier? Favoriten trifft Bobby das erste Ding. Was meinst du? Wer geht hier als Sieger raus? Ja, man, schwer zu sagen. Wie gesagt, im ersten Battle Bobby ganz klar gezeigt, wer hier der Mann im Haus ist. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Ich bin gespannt, was Lenny macht. Aber war das gerade ein Treffer? Nein, das war eine sehr gute Reaktion. Und hier der erste Treffer für Lenny. Es ist sehr, sehr wild. Die beiden knallen sich hier die Bälle um die Ohren und Bobby hier mit dem 2-1. Lange Zeit konnte Lenny den Ausgleich nicht genießen, also wieder Pressure und was ist da denn los? Oh mein Gott! Junge! Bobby, Junge, was zeigt, was der Junge ist? Einfach eine Maschine, das ist unglaublich, wirklich. Was der rausholt, ist natürlich kleines Tor, aber trotzdem. Ich hätte gern gewusst, was der Junge da gesagt hat, aber Hucky's on fire, sei es drum, es geht weiter. Was passiert hier noch? Kann Lenny überhaupt diesen Billy Bob Racher schlagen? Oder ist das wieder der vierte Sieg in Folge für den jungen Knaben hier? Ja gut, Steven, am Fuß. Aber egal, der Junge ist auf der Linie da und darauf kommt es an. Er hat noch hier 3 Tore zu erzielen und da ist das erste 3-1 und es geht in die Halbzeit. Willkommen zurück, 3-1 steht's für Bobby und wieder, ey, ich kann hier nicht den Hucky fragen, ohne eine Glanzheit von Bobby zu sehen. Hucky, was meinst du, kann Lenny noch aufholen?
Alter. Es wird extrem schwer. Es wird wirklich. Bobby ist wirklich High Pressure. Aber Lenny sagt, mir ist doch das. Mir ist das doch scheißegal, Mann. Holy moly. Was ist das für ein Battle hier? Meine Damen und Herren, wenn es hier nicht Daumen nach oben hagelt, dann weiß ich auch nicht mehr. Plattenschuss. Lenny schießt nicht direkt. Geht drauf, Bobby. Zweikampf stark ohne Ende. Setzt ab und hat das Ding. Ich flipp komplett aus. Was? Gott. Angriff ist ja gerade. Moni, was ist da passiert? Da konnte ich mich gerade nicht fassen. Da ist der ganze Tisch auseinandergeflogen. Man konnte es bestimmt auch hören. So, Lenny unter Riesendruck. Was ist hier los? Ich glaube, er ist geschlagen. Was meinst du, Haki? Na, glaube ich auch. Also, ich denke, so wie ich Bobby kenne, Mann, der wird da das Ding gleich zumachen. Der wird hier nichts mehr anbrennen. Oh. Aber Lenny sagt doch nochmal, Mann. Ich bin noch da. Er ist noch da. Ich glaub an dich. Du bist es. Du bist es. Oh mein Gott, okay. Carol in der Vergangenheit hat noch den guten Lenny motiviert, will noch alles rausholen aus dem Jungen. Er sieht noch die Comeback-Chance, aber Bobby ist on fire. One out of smoke like a chimney. It's my turn like I'm a Timmy. I pity y'all boys. Thank y'all. Big Mickey, y'all mini. I'm your favorite writers. Ladies and gentlemen, vielen Dank fürs Zuhören. Haki Hackmann hat das letzte Wort. Ja, Mann, wunderschöner Sieg. Philipp Abracher, ich bin gespannt, was in Zukunft noch kommen wird. Ich würde sagen, Bobby, wir gehören, euch gehören die letzten Worte des heutigen Videos. Danke dir, Carol. Ich konnte meine Siegesserie weiter ausbauen auf 4.